Ich bin jetzt hier FIP Consulting und Burkhard, ich bin jetzt hier wieder in Warschau. Schau gerade Rennen an. Hier ist der Porsche Cup, anscheinend in Nürburgring. Jetzt habe ich eine Idee, wenn ich einen Reifen habe, da habe ich eine Felge. Zuerst die Felge und dann außen die Reifen. Schaut Stammlapp und so weiter. Da ist doch ein Gummi. Und jetzt, wenn ich einen Sensor habe, der praktisch immer so nach vorne schaut, und zwar im Reifen drin, praktisch, wenn die Felge sich ja immer dreht, muss der Sensor aber immer schön so am Punkt bleiben. Und zwar deshalb, damit der Sensor den Abstand misst. Das heißt, wenn der Reifen vorne sich ein bisschen mehr nach innen drückt, weil er an irgendeinen Widerstand hinfährt, so an Steinen oder einer Welle, dann habe ich einen sofortigen Abstandsverlust zur Felge innen. Der Reifen biegt sich zusammen. Der Reifen biegt sich zusammen und auseinander. Und das kann ich natürlich messen. Und wenn ich das vorne messe, wie gesagt, wenn ich nach vorne oder nach unten messe, dann habe ich das, was praktisch auf den Reifen noch zukommt, schon als Signal. Das heißt, wenn der Reifen nach oben geht, weil eine Bodenwelle ist oder immer, oder eben nach unten geht, dann habe ich das Signal schon vorher, bevor der Reifen hoch und runter geht. Und damit kann ich das computermäßig auswerten und so steuern, dass dann das Fahrwerk dementsprechend nachlässt oder runter geht oder verstärker wird. Und es müsste natürlich dann so optimiert werden, dass das Fahrverhalten noch besser wird. Das heißt, dass die Straßenlage, dass die Reifen noch weniger vom Boden weggeht und dass das Auto auch nicht aufsitzt und dass die Feder noch besser darauf ausgelegt wird. Da muss ich mir noch genau überlegen, wie man das dann regelungstechnisch macht. Aber die Sensorik ist ganz einfach. Machen kann man das, indem man praktisch einen Winkelsensor nimmt und innen einen im Reifen und also einen, innen einen Rundlauf hat, eine Schiene, die rund läuft, und unten läuft dann immer so eine kleine Schiene im Reifen, die dann, wenn man bremst, natürlich nach oben geht und die, wenn man Gas gibt, nach unten. Und das muss noch gelöst werden, dass das immer genau konstant runterschaut. Man könnte es ja auch so machen, dass man von der Achse außen runter geht mit dem Messgerät und dann unten zieht und nach unten schaut. Praktisch so einen Abstand hat, neben ein Auto unten, einen Reifen. Von hier ist jetzt praktisch, der Schuh ist jetzt der Reifen und von außen so, jetzt geht der Schuh hoch und runter und dann sehe ich das. Da muss man das noch besser entwickeln. Ohne Pichler ist es besser.